Hi, herzlich willkommen bei Techtechnik der Germany. Mein Name ist Marcel. Heute ganz, ganz kleines Review. Nebenbei ein bisschen beim Spazierengehen. Und zwar, es geht um ein neues Helferlein von Victorinox. An der Stelle, sorry, es ist wieder ein Messer, ja. Aber es ist ein kleiner Alltagshelfer, den sich wirklich jeder leisten kann. Und ja, um das tolle Teil handelt es sich. Und zwar ist das das Signatur Light. Und wenn du wissen willst, was das Ding halt kann, dann lest gefälligst im Internet die Beschreibung. Nein, Quatsch. Bleib dran. Bis gleich. Und bevor ich es wieder vergesse, einmal ganz hier auf YouTube mit einem kleinen Trailer. Ich habe eine neue Kooperation. Und zwar mit der Firma Messerworld. Aus Berlin. Super Kundenservice. Klasse Messer, die sie da haben, auch zu anständigen Preisen. Und ja, schaut einfach mal bei denen vorbei. Hier kommt eine kleine Einblendung, denn ich habe da noch so einen 5% Code für euch organisiert. Viel Spaß damit. Seht ihr, war gar nicht so schlimm. So, jetzt geht's um das kleine neue Victorinox. Und ich kam da nicht drin vom Weg von diesen durchsichtigen roten Griffschalen. Ich finde sie einfach mega. So kurz so ab, das Ding hat all das nicht, was ein Victorinox ausmacht. Nämlich Zahnstocher und eine Pinzette. Stattdessen hat kleine Helferlein integriert. Und zwar ist hier so ein kleiner Schieberegler. Und hier, das finde ich immer so toll an diesen Griffschalen, da kann man durchgucken, ist ein Kugelschreiber drin. Das heißt, ich schiebe den so raus und habe auf der hier einen kleinen Kugelschreiber. So, und jetzt kannst du damit natürlich so schreiben. Nee. Es geht, es ist so einigermaßen gemütlich. Also mich stört das jetzt nicht, dass es klein ist, aber es gibt ja Leute, die haben größere Hände als ich. Für die gibt es die Möglichkeit, hier auf der anderen Seite dieses Nagelwerkzeug rauszuholen. Das ist eine Feile mit einem Flat Screwdriver, Schlitzschraubendreher drin. Ja, da kann man sich schön die Nägelchen mitmachen. Ich weiß, meine müssen mal wieder. So. Und dann hat ja hier einknickt. Kann man das aber so hoch, ja, und dann hält man das hier rein und dann kann man das benutzen wie einen normalen Kugelschreiber. Ja. Also so. Und ohne Druck. Also das geht. So. Und wenn man dann im Dunkeln schreiben kann, kann man hier noch drauf drücken. Da hat man noch so ein kleines Lämpchen. Das ist nicht die Welt. Ja, aber für ein Schlüsselloch finden oder so im Alltag mal vielleicht bei der Kleinen ins Zimmer huschen und schnell was zu trinken suchen oder nicht auf den Lego-Stein treten. Vielleicht dafür interessant. Ja, also ich finde, das reicht als kleine Schlüssellampe vollkommen aus. Und deswegen, weil ich halt immer einen Kugelschreiber dabei haben möchte, habe ich gedacht, das ist das nächste Tool, was du brauchst. Was ich sehr cool finde, ist, dass es genau hier auf diesem Victorinox-Kreuz dieser Druckknopf dafür ist. Und das Kreuz steht auch ein bisschen über. Das sieht man. Ja, sieht man. Sehr, sehr coole Geschichte. Da kann man, ich gucke mal, wo der Hund ist, aber ich sehe ihn ja da. Also da, um was dann auch zu schreiben und damit ihr auch seht, das funktioniert. Das habe ich jetzt, das war ja vorher schon da. Jetzt haben wir zwei. So, also der malt auch. Ja, der lässt sich super mit einem Finger nach vorne und nach hinten schieben. Dann hast du einen kleinen, winzigen Kugelschreiber immer am Mann. Ich persönlich trage das jetzt auch nicht am Schlüsselbund, sondern ich habe ja auch immer noch mein kleines Big-Feuerzeug dabei. Und zusammen passt das von der Größe her, davon mal ab, wunderbar in diese Pocket-Tasche hier, da rechts an der Buchse. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Diese kleine, da ist das immer drin, so ein Backup. Feuer, also Messer, Licht, Kugelschreiber, Schraubendreher, Schere und Feuerzeug in so groß, top. Also,
Hallo, da bin ich. Mega, ja. Also irgendwie da wegstecken, so, zack. Ja, zu den Funktionen. Also hier oben. Hier seht ihr die Batterie. Hier oben kann man das aufmachen. Und von hier unten muss man da reindrücken, damit man dann an die Batterie rauskommt. Die kommt dann raus, dann kannst du sie einfach tauschen. Ich habe jetzt natürlich nicht das passende Werkzeug dabei. Also ich hätte es schon, aber da steht gerade das Telefon drauf. Weil mir ist mein Stativ flöten gegangen im Urlaub. Kaputt. Ist halt so. Und deswegen muss ich jetzt immer so ein bisschen improvisieren. Seid mir nicht böse. Ist halt mit Leben. Also da kann man dann einfach reinstochern. Und dann kommt oben die Batterie raus. Und dann kann man die tauschen. Finde ich ganz cool. Ganz klar auch wieder Lanyard Ring. Also das wiegt auch nichts. Also was sind das? 50 Gramm oder sowas. Also wirklich nothing. Ja? Kostenpunkt 25 Euro so ungefähr, wenn er einen guten Job findet. Ja. Und das hat halt, wie gesagt, keinen Zahnstocher, keine Pinzette. Dafür aber einen Kugelschreiber und ein Lichtchen. Da ich sowieso immer das Deluxe-Ting keine Tasche habe, wo ein Zahnstocher und eine Pinzette drin ist, brauche ich die an dem Kleinen nicht. Finde ich ganz cool. Also, super Idee. Dann haben wir natürlich ganz klassisch, wie an dem Classic SD, eine kleine Klinge, die natürlich auch rasiermesserscharf ist. Ja, der Hund jault, das heißt, da kommt irgendwas. Na? Seht's? Rasiermesser scharf. Schnell wieder verstecken. Funktioniert Sahne, dieses Messer. Ja, also kleiner Alltagshelfer, wirklich unschlagbar. Dann das Nagelwerkzeug mit dem schönen Schraubendreher. Was ich auch immer sehr schön finde, ist, dass der gerade ist. Das heißt, wenn ich da irgendwo drin rumpulen will, dann kann ich nicht hier wie bei dem Deluxe Tinker der Schlitzschraubendreher, dieses riesen Ding da drehen muss. Da finde ich immer bescheiden. Ja, und was hat er noch? Die klassische Victorinox Schere, die auch. Also hier. Die schneidet. Die schneidet auch Nägel. Mache ich jetzt nicht, aber es geht. Kleiner Alltagshelfer. Ich hoffe, das könnte für die eine oder andere Kaufentscheidung vielleicht hilfreich sein. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ja, haut rein, euer Tactical Dad. Bis denne. Ach, scheiße, schon wieder vergessen. Ah, schon wieder böses Wort. Ach, verdammt. Heute ist der Wurm drin. Nein. Video, Abo-Button. Haut rein. Ciao.